Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Cheolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Aber ein kleiner Etterling fehlte bei allen. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Iva, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier, kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich, über Cheopedun, über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setz sie dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst, du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Wir haben Tamevjord. Burgred ist auf der Flucht. Du bist eigentlich schon König. Das macht keinen Unterschied. Solange Burgred frei ist, werden sie ihn König nennen. Er muss seine Krone an mich abtreten. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und eine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Iva ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halt ihn von Iva fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Jötun!
Das geht sicher nach hinten los. Behalte einfach einen kühlen Kopf. Ruhig, Ivar. Eivor und ich werden uns darum kümmern. Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Ivar und Ubba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Ivar ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Ubba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürstet es nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Ivar sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Da sind sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet, rede du weiter. Ich glaube, du bist eher nach ihrem Geschmack. Nein, nein. Das ist deine Herausforderung. Kommt schon. Trödelt nicht. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Kein Interesse. Und warum nicht? Man sagt mir eine äußerst begabte Zunge nach. Die du anscheinend nur zum Krakehlen benutzt. Genug Geschwätz. Du weißt, warum wir hier sind. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Hier ist dein Silber. Du bist ja zu allem bereit. So begierig. Spuck's aus. Burgred bezahlte mich, um die Ragnarssons von zwei Orten fernzuhalten. Legrakester und Tempelbuch. Eine große Menge Silber. An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Wir sind hier fertig. Legrakester und Tempelbuch. Sagen dir diese Orte etwas? Mir nicht, aber den Brüdern sicher. Ich werde es ihnen erzählen. Bleib nicht zu lange hier. Wir müssen uns einen König fangen. Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Legrakester und Tempelbuch. Was wissen wir über diese Orte? Legrakester ist ein großes Dorf. Und Tempelbuch ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da, so schnell wie möglich. Und was machen wir mit Tona?
Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legra, Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Unia und Christus je leben. Ich ne wird der Sticker noch wo das was passiert. Huh?
Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wiesel Burgred ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgred hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe herein. Die Kirche wird gut bewacht. Es muss einen Weg geben. Du dich im Heu? Irgendwie muss ich da rein. Hey, aber... Anzug weg! Du wirst mich nicht los! Das ist doch Pferdemist. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamefjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrids Anweisung. Leofrids Anweisung? Pah, der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Burgreds Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Köter!
tun lassen! Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Späher. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Leggarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ethelsweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Ivar, los, bringen wir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Überall! Was? Was soll ich tun? Kämpfe! Los, kämpfe! Verteilt euch! Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Höre! Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Ivar? Giobert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Ivar hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Cheopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgreds Frau Ethelsweet ist im Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Bleib wachsam! Nehmt alles! Stapelt die Soldaten hier! Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet! Ehrlich, man sollte den Lehrmeister dieser mersischen Soldaten von Danevo...